Average waiting time, 15 seconds. Ja, was ich dir erzählen wollte über diese Biobank. Jetzt komme ich ja nicht dazu. Endlich. Seit 3 Wochen wollte ich es erzählen. Nee, seit einer Woche. Also, in Großbritannien haben die dieses Projekt. Ist ähnlich wie diese EU-Datenbank über genetische Information. Ist aber ein privates Unternehmen, diese Biobank. Und da kann man als Patient sich bereit erklären, dass sie das genetische Material und alles so aufschreiben und da führen und damit da Forschung mit betrieben werden kann. Das ist auch kommerziell. Also die verkaufen das richtig, den Zugriff da drauf, um die Datenbank zu erhalten finanziell. Also die machen eigentlich richtig Profit mit, glaube ich. Ja. Und das Interessante ist jetzt, dann die Leute natürlich, die primäre Angst ist, dass die Daten irgendwie in die Hände kommen, zum Beispiel von Arbeitgebern, die dann wissen, oh, der hat Krebs oder so, den stelle ich nicht an. Aber auch natürlich von der Polizei. Wenn du jetzt irgendwas machst, dann checken die dich in der Biobank und haben sofort, wer es ist, weil sie jedes genetische Material immer sofort vergleichen können. Und da kannst du natürlich getrappt werden. Also es ist ja einfach, am Tatort finden die was und dann können sie sofort gucken. Das Problem ist ja meist bei genetischem Material, dass man keine Referenz mehr hat. Oder noch nicht hat. Durch die Biobank natürlich schon. Und da haben die sich jetzt was ausgedacht. Eine Resistance-Klausel haben die in ihren Geschäftsbedingungen. Bedeutet, die sagen, sie halten so lange Widerstand, wie irgendwie geht, bis sie der Polizei den Zugriff gewähren. Heißt, in der Praxis, das steht da von der DuBois-Mod, dass gleich der Blitz kommt, oh shit. Oh, ich lebe wieder. So, warte, ich erkläre es nach dem Bus. Warte, ich hau hier ab. Hat funktioniert. Also ich sag's jetzt. Und zwar, wenn die mit dem Durchsuchungsbefehl kommen, dann lassen die einfach nicht rein. Laufen sofort zum Gericht, die haben da eine extra Anwaltsabteilung für, wo sie Anwälte haben, die nur darauf warten, dass das passiert. So dass das Gericht das nochmal überarbeiten muss und so lange wird die Hausdurchsuchung ja nicht genehmigt. Ja, wenn das nicht klappt, gehen die zur nächsten Instanz. Und das dauert dann wieder Monate, bis so ein Verfahren durch ist. Und wenn sie dann, natürlich verlieren sie wieder, ist immerhin die Polizei, die da den Antrag gestellt hat. Die Brust ist da was für dich, oder? Sieht das wirklich irgendwie? Können wir vergleichen? Höheres Level wirst du hier nicht finden. Ja, aber das ist doch Intelligenzgebiet. Ich hab doch. Nee, kann ich eigentlich nicht bauen. Ne, sorry, ne. So. Und da wandern die bis zum Europäischen Gerichtshof. Und das dauert natürlich wieder Monate. Und die haben extra Fonds dafür, nur für diesen Fall, dass das passiert, damit sie das alles finanzieren können. Und das geht ja in den Millionen, diese Prozesskosten. Und die Idee ist, man will die Kosten... Also man will den Einsatz erhöhen, haben die irgendwie geschrieben. Von daher, dass die Polizei soll sich absolut sicher sein, weil es irre viel Zeit und Geld kostet, auch für den Staat, dieses Verfahren erstmal zu bauen. Und so will man sicherstellen, dass er wirklich nur in ganz extremen Fällen, ein Mord oder so, und wenn die Polizei sich mit den Beweisen absolut sicher ist, nur dann der Zugriff irgendwie durchkommt. Weil sie wissen, am Ende verlieren sie auf jeden Fall.
Wo müssen wir denn hin? Warum ist der nicht im Boss, dieser Mortex? Müssen wir uns so gleich holen? Das finde ich echt cool irgendwie. So, ne, wir lassen sie hier nicht rein. Schick die Anwälte los. Bam. Wie heroisch, dafür dann Anwälte zu sein. Und das alles nur, damit die Leute Vertrauen in diese Datenbank haben und ihre Daten dafür geben. Ziemlich cool. Allerdings hat die auch ihre Schattenseiten. Zum Beispiel, wenn die irgendwas feststellen, sagen die den Leuten gar nicht Bescheid. Dass irgendwie, zum Beispiel, werden da auch gesunde Leute aufgenommen in die Datenbank. Und wenn da jetzt festgestellt wird, der hat irgendwie irgendwas Schlimmes, dann sagen die dem das nicht. Obwohl der dadurch vielleicht irgendwie super gut behandelt werden könnte. Das finde ich schon irgendwie, das ist schon irgendwie ein bisschen komisch. Und da gibt es auch so interessante ethische Fragen, was sowas betrifft. Zum Beispiel ging es darum, wenn Kinder todkrank sind, ja, ob man den Eltern nicht sagen sollte, bis zu welchem Grad es sich noch lohnt, für die Zukunft des Kindes zu investieren. Zum Beispiel Geld für die Universität oder so zu speichern, zu sammeln. Weil die Idee ist, dass man vielleicht dem Kind jetzt möglichst halt für sein kurzes Leben dieses ganze Geld ausgibt, anstatt für die Zukunft, die es nicht gibt. So dass möglichst ihm noch möglichst angenehm wird. Müssen wir da jetzt hoch? Wo seid ihr denn? Wo gehen wir hin? Wir sind beim Boss, der gerade schon gepult. Oh Gott. Weil der Todesritter ist hier oben. Der ist auch Brain aufgehauen. Und Wumpe. Bin gleich da. Und das ist schon irgendwie so ethisch, schon eine kritische Frage, wenn du mich fragst. So, mal, jetzt lohnt es sich nicht mehr in die Zukunft des Kindes zu investieren. Also wenn das den Eltern sagen musst als Arzt. Holy shit. Boah, die sehen so cool aus mit ihren Laternen. Das ist irgendwie so eine von diesen ethnischen Fragen, die man eigentlich nicht stellen darf, um sich nicht schon in moralische Bredouille zu bringen. Wie war? Aber ist auch so berechtigt trotzdem, ne? Gott, wo mich hin? Wo mich hier lang? Rein. Es gab auch mal so eine Datenbank, oder die gibt es immer noch, ich weiß es nicht. Auf Neuseeland oder Island oder sowas.
Jedenfalls, weil da jeder mit jedem verwandt ist, weil es da so wenig Leute gibt. Und da wollte man mal checken, was eigentlich alles vererbt wird. Also pleite gegangen. Weil es einfach niemand Interesse an diesen Daten hat. Oh Mann, der dreht sich aber. Eine Beobachtungsgabe leistet dir gute Dienste. Oh. Wieder mal. Und erneut. Ich frage mich, ob es für einen 3-DBS-Kombo nicht vielleicht der Todesritter sogar gut ist. Wegen dem Ranziehen, weißt du? Und den DBS sofort bei uns festzuknacken. Du kannst von ihr nicht verlangen, beides zu spielen. Warum? Weil sie dann totally pissed ist. Na, das schon. Also sie wählt auch immer den Todesritter. Also halt für dreifach DBS-Todesritter und für Healer-Kombo. Auf jeden Fall den Affliction. Da spricht doch nichts gegen. Ich muss ja doch auch den Retritan spielen. Boah, ich habe jemanden in der Nase. Mein Gott, komm, reiß dich zusammen. Diese Scooby jetzt in dem super sterilen Raum. Mit weißen Handschuhen an der Maus. So ein Sprüher, der die ganze Zeit so einen feinen Alkoholdampf heraussprüht. Ja, der geht die ganze Zeit so um mich an den Schreibtisch rüber. So zieht er seine Bahn. Ich glaube, bei der Welle muss man ausweichen. No. Jetzt unterbrechen. Ihr müsst unterbrechen. Ist wunderbar. Oh Gott, was ist jetzt hier los? Nicht in Panik geraten, Bruder. Was? Wo ist er? Keine Angst, er kommt gleich wieder. Breite dich auf ihn vor. Kann man das sagen? Hurra, 15 Jahre. Oh! Das ist doch ein schönes Stück. Sieht zwar totally shitty aus, totally. Also abartig schlecht, scheiße. Aber, ja. Tempowertung, ist das was für ein Finality? Nee. Also wirf ich da gar nicht drauf. Ist besser als nichts, oder? Das sehe ich auch so, ne? Hab ich gewonnen?
Oh Gott, wo muss ich lang? Muss ich wieder hoch? Zurück, ja. Ich würde gerne Musik für WoW komponieren. Vielleicht keine gute Idee. Immer wieder Hänschen klein, Abvariation. Boah, ich habe Eisenschmiede, was auf Epic. Auch mal auf Epic, oder? Boah, hier kommen wir in die untoten Gefilde, da. Was denn jetzt? Wie? Was will der? Aha. Gibt, die habe ich nicht gepullt, ja? Wie auch. Mir fallen da so ein paar Möglichkeiten ein. Scheiße, kein Problem. Ich konnte keine Waffe benutzen. Schafft ihr das? Nö. Ich wäre unsichtbar, you guys. Ich glaube, damit reset ich das. Massenwiederbelebung. Ach, jetzt haben wir schon wieder Willen. Skibi, ich komm rüber geschwommen. Das ist gut. Nee, das ist keine gute Idee, Kolo. Da. Ah, shit. Es ist eine Mauer, ne? Ich hab den Weg gefunden. Ich würde endlich stolz auf mich sein. Ich sehe das auf der Map und ich habe jetzt schon Angst. Ich gewinne dich jetzt. Ach ja, da sitzt ein Typ drauf. Grupp heißt der Mann. Ist auch ein Questmob eigentlich mal gewesen. Der angelt da auch mit gleich drei angeschnürter Weine. Kein Problem, es gibt ja nicht so weit. Ja, ich habe nur Angst, weil du musst ja auch wieder durch diese Feuerpassage. Das hat mich letztes Mal völlig unbeschadet durchgekommen. Völlig. Völlig unbeschadet. Da konnten wir auch noch auf dich aufpassen. Ha, guck mal, hier brennt es gar nicht mehr. Ha, siehst du? Bitte benutze Bubble für sehr voll. Ich finde es so selten, dass so viele Leute hier sind, die gar nicht böse sind.
Fast bin ich da. Fast. Nice, Cola. Nice. Oh, entgegen aller Wahrscheinlichkeit. Okay, jetzt kommt ein Boss, wo er an die richtigen Töpfe gehen muss. Siehst du alle drei? Grün, Frost, Rot, Feuer. Ja, sehe ich. Okay. Na, ich sag dir, wann du zu was gehst und das nimmst. Alles klar. Kann sich hier auch ruhig mittig aufhalten, sagen wir nicht in diese Feuernobe von allen Leuten. Jetzt wieder zum Beispiel ein Berserker, nennt man das Frostzeug. Frost, okay. Und schnappt sich den Berserker. Bis hierhin noch alles easy. Das kommt jetzt bei den Zombies, schnappt man sich das Feuerding. Okay. Und geht aus der Range von den eigenen am besten weg. Ja. Wo ist die Dinge so auf? Ja. Der eigentliche Trick ist damit, diese vielen Zombies kaputt zu machen. PvP-Handel ist weg. Gui, Eisblock. Und jetzt brauchen wir das Giftding. Ja, Eisblock. Nicht funktionieren. Nein! Ich bin trotzdem stolz auf dich, oder? Boah, ich werde wiederbelebt. Wer ist Lena? Ah ja, Lena. Ist mir so egal. Und hat mich gefragt, wie sie daneben könnte. Ich sage, da habe ich keine Ahnung. Und du hast nicht gesagt, dass ich Ahnung davon habe, oder? Ich könnte die Hilfe mit Dennis fragen. Ach du Scheiße. Wen schenkst du was, Gebi? Ich schenke niemandem was. Ja, dann soll sie mich mal fragen. Kühe, klär mich auf. Kühe, du bist tot. Mhm. Weil ich auch so gut weiß, was er braucht. Das habe ich befürchtet. Ja, mach ich. Ich danke dir. Oh Mann. Haben wir einen Down? Nice. Gubi, wem soll was geschenkt werden? Klär mir auf. Mein Vater soll einen Laptop geschenkt werden. Von wem? Von seiner Freundin da. Und I don't care. Und jetzt ich bin hier der Einzige mit der nötigen Expertise. Sollst du entscheiden, welcher Laptop gut ist? Mhm. Für seine Bedürfnisse? Frag du mal den Haro, der kennt sich voll aus. Oh, ne, da kann ich mir eine halbe Stunde erstmal auf irgendwas freuen. Und dann kommt 3 Stunden der Vortrag. Und dann, ja, Scooby, findest du Laptops nicht modern? Die sind doch schon ziemlich interessant. Ach. Und dann sieht er wieder irgendwas auf irgendeiner Seite, irgendeine Werbung. Hä, wie konnten die das so machen, dass das nicht schließt, wenn man aufs X klickt? Oh. Solche Sachen. Ich hab doch einen Adblocker. Oh ja. Dann hat er wieder seine Personal Firewall und die blockt wieder irgendeinen Shop. Das wahrscheinlich auch mal so. Das ist ja jetzt geblockt worden. Wegen schädlichen Inhalt. Das ist Amazon. Ja, das ist ja. Hättest du gewusst, dass auf Amazon was schädliches drauf ist? Warte. Hat jemand den Hunter wiederbelebt? Ja, aber der ist AFK.
gut. Dann brauche ich mir ja keine Vorwürfe mehr. AfB, AfB. Wer ist CDUFK? Oh, AfB. Away from Brain. Ja, okay, nice. Das ist der neueste Script drin.